In diesem Video seht ihr mein derzeitiges Auto, in dem ich lebe, wenn ich nicht in meiner neuen Wohnung bin. Ich erkläre auch kurz, warum ich jetzt dieses Auto habe und eine Wohnung. Mehr dazu in zwei extra Videos. Warum ich meinen Skoda Kodiaq verkauft habe und warum ich eine Wohnung gemietet habe. Alle Videos sind auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Russisch verfügbar. Hi, ich bin Mona. Ich mache Videos in 6 Sprachen und ich reise seit 2018 Vollzeit in meinem Auto durch Europa. Stopp! Seit September 2022 habe ich Deutschland nicht mehr verlassen. Mehr dazu im Video, wie es für mich ist, seit September 2022 in Deutschland zu sein. Wer schon ein paar Videos von mir gesehen hat, weiß, dass ich zuerst ein Skoda Fabia mit Dachzelt hatte, dann den Skoda Kodiaq. Während der Pandemie hatte ich außerdem einen VW Charan und einen VW Touran, als mein Kodiaq auf Teneriffa bleiben musste. Jetzt habe ich meinen Kodiaq verkauft, weil ich bald den Skoda Enyaq bekomme. Ab Mitte März habe ich die Möglichkeit, einen Mietwagen der VW-Gruppe bis 600 Euro monatlich anzumieten. Das Geld wird mir erstattet, wenn ich den Enyaq bekomme. Ich habe mir einen VW Passat ausgesucht. Den ganzen Winter habe ich fleißig in den Hotels in München gearbeitet und habe darunter gelitten, immer zu wenig Strom zu haben und ständig zu frieren. Nachdem ich ein paar Mal in Airbnbs war, traf ich endlich die Entscheidung, mir in meinem liebsten Kurort eine billige Wohnung zu nehmen. Ich habe mir eine neue GoPro gekauft, nachdem meine andere gestohlen worden war. Meine Kochvideos auf meinem Kanal 365 Pas. Meine Meditationen in der Natur auf 365 Steps Russian. Ich habe mir den ganzen April Urlaub genommen. Die ersten Tage habe ich meinem jüngeren Sohn Sascha beim Umzug geholfen. Am 8. April war ich mit meinem älteren Sohn Lukas als Geburtstagsgeschenk bei einem Spezial-VIP-Tag im Wildpark. Am 9. April habe ich meinen Passat vollgepackt mit allem, was ich brauche und bin in meinen dreiwöchigen Urlaub gestartet. Roomtour. Tour durch das Auto. Als erstes muss mein Bett ins Auto. Eine Meshmatte zur Belüftung, eine dünne Matratze und darauf eine Gästematratze. Darauf breite ich eine Decke aus. Anschließend lege ich mein Wintersteppbett oben drauf. Zuletzt fehlt noch mein Winterschlafsack, in dem man bei minus 40 Grad Celsius oder minus 40 Grad Fahrenheit überleben kann. Ich benutze ihn als Decke oben drüber, in Nächten mit winterlichen Temperaturen. Jetzt fehlen noch meine Taschen. Ich habe je eine Tasche für Handtücher, Pullover, Hosen, T-Shirts und Unterwäsche. Sie liegen nachts links und rechts der Matratze. Ich habe außerdem zwei dünne Decken, die ich als Sichtschutz an die Fenster hänge. Zuletzt kommen meine Körbe auf die Beifahrerseite. Ein Korb und ein Rucksack mit Büromaterial, ein Korb mit Küchenutensilien, Essen, Getränken und meinem Kosmetikbeutel. Die Goal Zero habe ich auch dabei. Das ist eine große Powerbank. Alle meine Produkte findet ihr im Amazon Affiliate Link. Das ist immer der erste Link in jeder Beschreibung. Auch wenn ihr nach dem Klicken auf eines der Produkte etwas anderes auf Amazon kauft, bekomme ich ein paar Cent Provision. Danke! Wenn dir das Video gefallen hat, lasse einen Like da und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, um das nächste Video nicht zu verpassen. Bis bald!